Willkommen zurück zu The Witcher. Beim letzten Mal sind wir hier im Druidenhain wieder gewesen. Ich habe inzwischen schon wieder vergessen, wieso, weshalb, warum. Ich weiß nur noch, dass wir zuletzt mit Yevhen hier gesprochen haben. Gwynplaine. Genau. Du, dir wollte mir irgendwas von Lara erzählen. Ich würde gern mehr über Lara hören. Lara Dorin Aheb Shiadal war eine Elfenzauberin. Eine Aen Severne, eine Wissende. Sie hatte Hen Ichaer, älteren Blut in sich, was sogar uns Elfenrätsel aufgibt. Das Schicksal wollte, dass Lara sich in einen menschlichen Zauberer verliebte, Krenigan von Loth. Andere Menschen ertrugen das nicht und verfolgten die beiden. Sie wurden zu Ausgestoßenen, von allen gemieden. Kein Flehen konnte die steinernen Herzen der grausamen und gnadenlosen Deune erweichen. Als Lara, die nicht für sich, sondern für ihr ungeborenes Kind um Gnade flehte, sich an der Tür der Kutsche des Königs festhielt, hackte ihr ein Landsknecht auf dessen Geheiß die Finger ab. Sie floh aus der Stadt, suchte Zuflucht in einem Wald. Als die Nacht hereinbrach und Frost aufkam, brach Lara auf einem Hügel zwischen den Bäumen zusammen. Sie gebar eine Tochter, die sie mit dem bisschen Wärme beschützte, welche ihr sterbender Leib noch besaß. Obwohl die ganze Nacht ein Schneesturm wütete, kam auf diesem Hügel plötzlich der Frühling und Fianevet erblühte. Noch heute wachsen diese Blumen nur in Dol Blathana und dort, wo Lara ihr Leben aushauchte. Begreift die Bedeutung dieser Artefakte für uns. Sie war außergewöhnlich. Jemand, dessen Verlust man nicht in Worte fassen kann. Ganz gleich in welcher Sprache. Faszinierend. Okay, vielen Dank für diese Information. Und jetzt verzieh dich aus meinem Leben hier. So, wir haben hier einen Kessel. War das schon immer hier? Ich habe keine Ahnung. Kam jetzt irgendwie wahrscheinlich neu hinzu. Warum hängt gerade das Bild? Das gefällt mir nicht. Ja, ich würde sagen, wir folgen jetzt auch mal der Quest hier auf der Dingens. Er führt uns jetzt hier wieder Richtung Stadt wahrscheinlich. Und dann haben wir hier auch noch... Sag schon, wir sollten ja hier sowieso irgendwo irgendwas machen. Wieder Elfen gegen Menschen spielen oder so ein Dreck. Ja, und ich glaube, aber das muss jetzt nicht zwingend sein hier. Das Krähenauge können wir meinetwegen mal mitnehmen. Das ist nicht so schlimm. Aber dann... Was macht denn hier so ein Geräusch? Das gefällt mir ja gar nicht. Ne? Mal ganz ehrlich hier. Nee, das geht nicht. Hinterher will mich das Geräusch noch töten. Nein, das geht doch nicht. Golems, hier bleiben bitte auch so stehen. Danke. Was macht hier denn so Geräusche? Das ist ein Wolf. Und irgendwas hängt hier ständig. Ich weiß aber nicht, wieso, weshalb, warum. Irgendwas habe ich wahrscheinlich wieder im Hintergrund geöffnet, was jetzt hier nicht unbedingt optimale Aufnahmesituation erzeugt oder sowas. Ich weiß auch nicht. Ja, da habe ich hier erstmal ein paar... Das sind keine Ertrunkenen angezogen. Okay... Was auch immer ihr seid, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Komische Viecher, die aus dem Wasser emporkrabbeln und mich töten wollen. Irgendwie der Alltag eines Hexers, habe ich das Gefühl. Da ist ein Ort der Macht, nutze ihn, nutze den Ort der Macht, nutze ihn! Und dann teleportieren nach, ich habe keine Ahnung. Ach, das geht gar nicht. Na dann nicht. Aber wo ist denn jetzt hier der Turm? Ich wollte doch hier eigentlich zum Turm gehen. So. Dann machen wir es jetzt nochmal. Dachte eben die ganze Zeit, ich hätte den Turm schon angeklickt, aber nö. Anscheinend nicht. Ja. Bildhänger, warum auch immer. Sollte es aufhören, wahrscheinlich zu dokumentieren. Oder zu erwähnen, oder ich weiß auch nicht was. Kikimorenkrieger. Zuerst habe ich gelesen, Klingonenkrieger. Ach, diese scheiß Pflanzen hier schon wieder. Ach, und jetzt darf ich hier den ganzen Weg außen rum gehen. Na, Halleluja. Das ist ja ein Spaß für die halbe Familie hier. Aber wirklich nur für die halbe. Bloß nicht für die ganze. Gut, nicht weiter beachten, schon gar nicht gegen kämpfen. Wir haben wahrscheinlich mit unserem Skill keine Chance dagegen. Und deswegen schauen wir mal. Weg. So, irgendwo ist doch hier jetzt der Turm, oder nicht? Wollte nur wieder gucken, wie ich jetzt da reinkomme.
Immer muss man hier 300.000 extra Umwege gehen und so weiter und so fort. Weil wir müssen ja in den Turm rein, um uns dann dahin zu teleportieren, wo wir gerne hin wollen und so weiter und so fort. Kennt ihr ja schon, das übliche Problem und so. So, jetzt kann ich aber hier gleich... Hey, nicht so laut hier. Nicht so laut aus dem Wasser kommen. Au. Verdammt, ich bin falsch abgebogen. Verdammt. Ja, ist ja gut hier. Meine Güte. Reichst du mal den kleinen Finger hin, weil du dich verlaufen hast. Wollen sie gleich hier den ganzen Körper haben, du. Geh weg. Da hinten ist der Magierturm. Der einst verschlossen war. Wo wir irgendwie immer noch uns teleportieren können. Glaube ich zumindest. Wir gucken mal. Ich komme da jetzt nicht rein, weil jetzt hier... Oh, ist doch nicht wahr. Warte. Erstmal hier das Schwert. Und vielleicht aus dem Gift raus. Das wäre nicht verkehrt. Komm, geh weg. Ja. Ne? Komm schon, genau. Und der nächste, bitte. Du hast doch eh keine Chance. Dann kommt noch so ein Penner angelaufen und ich bin irgendwie vergiftet. Das gefällt mir gar nicht. Ne, das war das falsche. X muss ich drücken. So. Warte. Muss ich ihn jetzt für das Schwert drücken? Ich hab's vergessen. Beim letzten Mal habe ich das noch einigermaßen drauf gehabt. Jetzt schon wieder gar nicht. Ist schon schlimm. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis manchmal. Dann möchte ich hier aber rein, bitte. Jetzt kann ich hier auch rein, okay. Weil der Kampf halt vorbei ist, Gott sei Dank. Stand Kalkstein da das letzte Mal auch schon? Was haben wir denn hier eigentlich in der Truhe? Oh, nehme ich mal mit. Okay. Kalkstein. Seid gegrüßt, Hexer. Hey, er redet wieder mit uns. Was macht ihr denn in diesem Turm? Endlich! Ich habe so lange gewartet. Kalkstein. Also wirklich Kalkstein. Die größte Entdeckung meines Lebens. Ihr habt eure Belohnung voll und ganz verdient. Okay. Was auch immer er für Drogen genommen hat, er sollte mehr davon nehmen. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Das ist nur ein Teleporter. Okay, dann nehmen wir halt den Teleporter. Um uns zu Trisslabor zu teleportieren. So, und dann sind wir in der Stadt und dann müssen wir gucken, was wir tun müssen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, dass die Quest, die uns da weiterführen soll, auch tatsächlich weiterführt. Ne? Ja, schauen wir mal, es war... Das Spiel der Macht, war das das? Könnte sein. Oder war es der Spur folgen? Könnte auch sein. So, ja genau, das war die Quest. Okay. Ne, ich hatte mir im Vorfeld angeguckt, was für eine Quest machen wir denn heute. Und das wäre diese. So, ist der hier Triss irgendwo noch rumhängen? Nö, ne? Aber da ist ja noch dieser Spiegel, mit dem sie geredet hat. Achso, ist einfach nur ein Teleporter. Stimmt, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon festgestellt. Oh Mensch, ne? Und dann dachte ich so, ich könnte mit irgendwem reden, wie sie es getan hat, aber nö. Leider nicht. Dann gehen wir bei dieser bedrohlichen Musik mal ins Händlerviertel. Und hoffen, dass wir nicht ums Eck gebracht werden. So. Wir sollen hier irgendwo in diese Richtung. Das würde bedeuten, wir müssen wieder in einen anderen Teil der Stadt. Glaube ich. Und dann mal schauen, wo wir jetzt da... Wieso kommt denn jetzt hier so ein Klingonenkrieger? Der mit Klingon nichts zu tun hat. Ist ja nicht wahr hier. Ich fühle mich ja schon fast verarscht. Aber zumindest weiß ich, was für eine Waffe ich einsetzen muss. Komm, was hast du denn bei? Komm. Ich verstehe halt auch im Moment nicht, warum er hier immer mal wieder hakt. Ich werde dann wahrscheinlich die Aufnahmesession hier wieder etwas kürzer halten und nicht allzu lange machen. Weil es ja doch ein bisschen... sehr viel mit den Rumhaken und sowas. Und das geht ja nicht. Das ist nicht die Qualität, die ich euch abliefern möchte. Ne, und deswegen abwarten.
So, und jetzt mal gucken, wo ich denn hier im Tempelbezirk denn überhaupt wieder hin soll. Wahrscheinlich schickt er mich jetzt nochmal irgendwo anders hin oder sowas. Könnte mir gut vorstellen. Aber ne, wir sollen hier rein. Hier in den Kerker? Kann das sein? Hallo, Jethro. Ihr? Ha, ha, wir müssen reden. Brauchst du schon wieder Drogen oder was? Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Ha, ha, das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr nochmal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ha, ha, oh, der Typ schon wieder. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Wie hört sich das an? Warum sollte ich das tun? Ich jage keine Menschen. Ich werde sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt, dann steigen die Preise für die Drogen enorm. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht, und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet, als Beweismittel. Natürlich. Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Also unten im Puff. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie hinkommen und sowas. Und wer überhaupt das für, was das überhaupt für ein Typ ist. Dann müssen wir immer wieder in die Taverne. Und so weiter und so fort. Ja, also wieder viel Lauferei hier. Ihr bemerkt es vielleicht auch schon. Aber das gehört nochmal zu The Witcher dazu. Und mich persönlich stört das eigentlich eher weniger. Ne? So. Dann schauen wir mal. Ein Hund. Nicht die Person, die ich suche. Die Person, die ich suche, soll genau hier sein. Ist aber, wie gesagt, ne, wahrscheinlich hier in der Taverne. Also gucken wir in die Taverne mal hinein, ganz kurz. Nicht allzu lang, aber so ein bisschen. So, irgendwas mit A hieß er, ne? Und wer ist denn hier, Konrad? Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Wie? Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Aha. Das kostet aber 200 Orens, mindestens. Kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Alles klar, wo liegt dieses Haus? Wo liegt dieses Haus? Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das Haus ist auf der linken Seite. Okay. Na dann schauen wir mal. Wer ist der Munruvada? Lasst mich schlafen. Okay, was haben wir in der Truhe? Oh, nehme ich doch mit. Kuhmilch. Faro, Centrano, was auch immer. So, haben wir hier noch irgendwen oder irgendwas? Kellnerin, Schankwirt. Hier ist nicht der Typ, den ich suche.
Kann die Kellnerin vielleicht danach fragen. Habt ihr euch entschieden? Nö, natürlich nicht. Kann ich den Schankwirt danach fragen? Was ist so eigentlich so das? Das würde ich eigentlich im RPG tun. Ich würde halt Schankwirt fragen, ob er irgendwen kennt. Aber nö. Ade. Nö, 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 nö. Komm, lass mich mal durch hier. Hier ist er auch nicht. Also ich drücke hier gerade Alt, um zu gucken, ob hier irgendwo irgendwer ist. Aber nö. Gut. Dann mache ich mal Folgendes. Ich gehe jetzt hier zu der... Quester mit dem Dingens. Wieso ist hier denn eine Tür? Komme ich hier einfach wieder in die Kanalisation da rein? Oder wie, oder was? Ja, okay. Das wollte ich doch gar nicht. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Yay. Wo geht's denn hier wieder raus? Verdammt. Ah. Es sind so viele. Und sie sind tot. Also wirklich viel aushalten halten die ja nicht, ne? So, nichts dabei hier, was irgendwie mal ansatzweise brauchbar sein könnte oder sowas. Aber wo geht's denn jetzt hier wieder raus? Ich bin doch hier gerade reingekommen. Gibt's jetzt wieder keinen Ausgang? Es ist nicht wahr. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahmepause, um zu gucken, was hakt denn da so im Hintergrund. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!